Hallihallöchen hier draußen und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einem, ja, wahrscheinlich erstmal letzten Starsable-Video. Und zwar erzähle ich auch gleich den Grund dafür. Der Grund dafür, dass ich gerade gesagt habe, dass es erstmal das letzte Starsable-Video sein wird, da gibt es eigentlich so einige. Also, fangen wir mal vorne an. Ich mache ja Starsable schon seit jetzt schon fast 5 Monaten. Und seit der Zeit habe ich eigentlich auch schon sehr viele Videos gemacht. Und ich nehme ja am Tag nicht nur ein Video auf in Starsable, sondern sobald ich mich von euch verabschiede, nehme ich gleich im Anschluss noch ein Video auf. Also 3 bis 4 Videos nehme ich jeden Tag auf von Starsable. 3 bis 4 Videos. Und zwischendurch kommen dann noch ein paar Let's Plays von meinem zweiten Account, wo ich auch unterwegs bin. Ich habe übrigens den Server gewechselt, nur für die, die es nicht interessiert. Ist ja egal. Ich bin nicht mehr auf Server 9 als Mia Summer Garden unterwegs, sondern ich habe einen anderen Server. Das hat aber seine Gründe. Ich glaube, die habe ich schon mal in einem Video erklärt, die Gründe. Warum erstmal keine Videos? Also, erstmal geht mir so allmählich die Puste aus. Ich brauche mal eine Pause von Starsable. Ich weiß, dass einige werden jetzt sagen, Mensch, du machst ja erst seit 5 Monaten Videos, wie kann dir da schon die Puste ausgehen? Ja, ich mache ja am Tag nicht nur ein Video, ich mache am Tag mindestens 3, 4 Videos. Und das jeden Tag und das schon seit 5 Monaten. Also ich habe immer noch Spaß daran, aber ich brauche irgendwo eine Pause von Starsable. Es ist ja nicht nur die, dass ich die Videos mache über Starsable. Ich spiele es auch privat. Und ich habe auch schon selber gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr so die Lust darauf habe, Starsable zu spielen. Es sei denn, ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, mit der ich jetzt offline, also privat, Starsable spiele, level unsere Pferde auf und es macht auch eine Menge Spaß. Ich habe ja gesagt, dass ich beim Reitfest-Event, was jetzt ruhig 2, 3 Wochen kommt, da wollte ich eigentlich ein Let's Play machen. Aber ich habe mir halt überlegt, dass ich dass meine, ja, ich sag mal jetzt Bekannte, meine Freunde und ich, wir haben uns eigentlich auch unter einem meiner Videos kennengelernt. Auch immer, wenn ich aufnehme, ganz schlimm. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, beim Reitsport-Event, oder? Ja, ich hatte gerade einen Anruf gekriegt, sorry. Genau, ich wollte ja eigentlich ein Let's Play machen zum Reitsport-Event, aber das Problem ist, dass ich habe ja, wie gesagt, eine Bekannte, die ich unter einer meiner Videos kennengelernt habe und mit der ich auch privat jetzt sehr viel Spaß habe, um Starsable zu spielen. Worauf ich hinaus will, ist einfach, ich hatte, wie gesagt, vorher schon geplant, beim Reitsport-Event ein Let's Play zu machen. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, naja, wenn das so jeder YouTuber Let's Play im Reitsport-Festival, da muss es ja nicht auch machen. Klar, ich kann es machen, aber dann dachte ich mir so, hey, hatte ich mal, also meine, ich sag mal, Online-Freundin in Anführungsstrichen und ich, wir haben uns ja über den Discord schreiben wir mal, sprechen miteinander, wenn wir dann gemeinsam zocken. Und da ist es so, dass wir uns ausgemacht haben, wenn das Reitsport-Event da ist und auch
Ende März kommt ja wieder die doppelte Star-Coins-Woche. Dass wir uns auf jeden Fall gemeinsam ganz in Ruhe das Event angucken, wenn man reinkommt. Ich weiß ja nicht, ihr habt es ja gemerkt, vorher ja zum Halloween-Fest war es ja echt schlimm, man ist gar nicht reingekommen. Also ich bin dreimal rausgeflogen beim Halloween-Event, wo ich dann mich anmelden musste, weil so viele Spieler gerade online sind oder online gewesen waren. Und das wird beim Reitsport-Event nicht anders sein. So, aber jetzt zum Wesentlichen. Wie gesagt, ich werde kein Let's Play machen oder... Weil ich möchte, das Reitsport-Event kommt ja, ich denke mir mal, nächstes Jahr wieder. Dass ich einfach mal so, dass dieses Event auf mich ruhen lasse. Einfach so mir... Weil ich hatte ja bis dato noch nicht gerechnet, dass ich jemanden kennenlerne, mit dem ich das gemeinsam mache. Aber ich meine, die sind dann alle mit einem Reitsport-Event beschäftigt. Da guckt sich der Kinder so ein Let's Play von mir an. Und ich habe es beim Winterdorf-Event, also diesem Weihnachts-Event, gemerkt, dass ich habe zwar das Video dann gemacht, aber ja, ich hätte vielleicht viel mehr Spaß, hätte ich kein Video gemacht, weil das Video existiert noch bei dem Weihnachts-Event, aber ja, wie gesagt, wenn es 1000 andere YouTuber Let's Playen, warum soll ich denn das machen? Ich bin so ein ganz kleiner YouTuber, den nimmt man nicht für voll. Ach so, übrigens. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob das noch stimmt. Leute, bevor wir hier weitermachen. Wir haben die 70 Abonnenten-Marke geknackt. Yay! Und ganz ehrlich, die 70. war eine Mimi, so viel ich das weiß. Also wenn du das siehst, ich weiß nicht, heißt du Mimi oder so? Hab deinen Kanal abonniert, weil ich finde, dass jeder noch so kleine YouTuber einen Abonnenten braucht. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man nicht so viele Abonnenten hat. Genau. Erstmal freue ich mich, dass ich die 70 Abonnenten nachher geknackt habe. Und dann einfach mal aufs Thema zurückzukommen. Ich habe ja Anfang des Videos gesagt, dass ich erstmal keine Let's Plays mehr mache von Star Sable. Und das wird auch so sein. Weil, jetzt sage ich euch den Grund, ich habe ja neben Star Sable noch andere Spieler, die ich, Let's Player, die ich online bringe. Zurzeit kommt Medieval Dynasty und die Sims 4. Und bei letzterem, also bei Sims 4, ist es so, dass ich das in 2 Tagen oder in 3 Tagen ein riesengroßes Update kommt für die Babys. Also die Babys in Sims 4 selber bekommen kein Update, also die Säuglinge in Sims 4 bekommen keine Überarbeitung. Die sehen genauso furchtbar aus wie vorher. Soll jetzt nicht schlecht geredet werden, aber die Babys in Sims 2 waren halt schon besser. Nein, was ich einfach damit meine ist, die Babys... Jeder da draußen, der vielleicht zuguckt, der ein Baby hat oder ein Kleinkind, weiß, dass es so eine Zwischenstufe gibt. Also das Baby in die Sims ist ja nur 4 Tage alt und wird nach 4 Tagen zum Kleinkind. So, das Kleinkind ist dann 3 Jahre oder so. Und in dieser Zwischenphase vom Baby zum Kleinkind gibt es eine Zwischenstufe des Säuglings. Und das wurde jetzt ins Spiel gebracht. Wenn man sich mal überlegt, die Kleinkinder kamen nach 4 oder 5 Jahren erst rein. Das heißt, die ersten 2 Jahre hat man, wenn die Sims in Sims 4 ein Baby gekriegt hat man dort auf die Wiege geklickt und dann ist das Baby eben zum Kind geworden. Und das Kind ist ja da 7 Jahre alt. Immer so, also 7 Jahre, Teenager 14 Jahre so.
So, also war viele sehr unrealistisch, haben auch sehr viele rumgemeckert. Dann hat man die Kleinkinder reingebracht. Und dann haben sich sehr viele ein Update der Babys gewünscht. Weil die Babys nicht so ganz so toll waren. Ich glaube, EA hat das ein bisschen falsch verstanden mit dem Update. Die Spieler wollten nicht, dass eine Zwischenstufe reinkommt. Die Sims-Spieler wollten, dass die Babys an sich ein komplett neues Makeover bekommen. Denn die Babys in Sims 4, wer Sims 4 spielt von euch, weiß, dass die dort sind Kaufobjekte. Ja. Dass man Babyzubehör, wie zum Beispiel eine Wiege, dass man das im Kaufmodus kauft, ist ja klar. Ich verstehe nur nicht, warum man. Ich meine, die Babys an sich, die Strampler mit dem komischen neuen Update da, wo man auch Strampler dann stricken kann, mit dem Strick-Accessoire-Pack kann man Strampler stricken, ganz süß gemacht. Aber die Gesichter der Babys und auch dieser riesengroße vermatschte Kopf, das sieht alles nicht schön aus. Das haben die Sims-Spieler gemeint. Und jedenfalls, um uns kurz zu fassen, wegen diesem Update, was in 2 Tagen kommt, also quasi am Donnerstag, wird es die nächsten Tage keine Starship-Videos geben. Weil ich möchte das von vorne bis hinten testen. Ich will gucken, wie verhalten sich die Babys. Es gibt so viele Objekte, die da reinkommen. Es gibt eine Wickelkommode. Also es gab schon seit Sims 3 keine Wickelkommoden. Die Wickelkommode in Sims 3 war ein Store-Objekt. Also wer Sims 3 mal gespielt hat, weiß, dass es Store-Modus gibt. Genau, Sims 2 war die letzte Sims-Reihe, wo es eine Wickelkommode gab. Es gibt ein Auslauf. Es gibt wie soll ich das sagen, so eine Art Bett, also wie nennt man das, wo man die Babys drunter legt, so eine Art, die liegen auf so quasi auf so einer Matte und oben bammelt irgendwie was zum Spielen. Wenn ihr das wisst, wie das Ding heißt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Kinder, ich weiß nicht sowas. Letztens wusste ich es noch, aber jetzt weiß ich es nicht. Um auf den Punkt zu kommen, wegen diesen Baby-Updates in Sims 4 wird es die nächsten Tage keine Starship-Videos geben. Ich habe ja mal angefangen, Anfang Februar habe ich angefangen, mir meinen zweiten Account zu erstellen, in dem ich dann unterwegs bin und euch halt als Let's Play-Kanal. Das heißt, als reiner Let's Play-Kanal, wo ich euch mal Videos bringe. Dass diese so unregelmäßig kommen, hat einfach damit zu tun, dass ich momentan ja keine Lust habe. Ich bin jetzt noch am Leveln, weil ich will nach Dundul dort. Und Dundul kann man erst mit Level 12 erreichen. So habe ich nämlich extra geguckt. Nicht, dass ihr mal was vom Pferd erzählt hier. Und sagt, nee, Level 10. Nein, nein, Level 12. Ich bin ja schon Level 10, ich kann da nicht rein. Weil da stehen dann so Typen, wenn ihr Level 10 erreicht habt, stehen da so Typen. Wenn der GED, ne, der GED, die stehen da, die Typen da, ne. Genau, und diese Typen, die da stehen, diese Wachposten, sag ich mal, in Anführungsstrichen, du brauchst quasi die Quest mit so einer Oma, die wohnt in Fairgrove. Und wenn die irgendwo vorne, wenn man nach Fairgrove reinkommt, in dieses Fort, also dieses große Tor, da steht die. Diese Benachrichtigung. Genau, da steht halt am Fort bei Fairgrove diese ältere Dame. Und der muss man dann helfen. Und somit wird quasi die Quest mit Dundel freigeschalten. Ich habe die gemacht. Ist eine sehr schöne Quest. Vor allem, wenn man mal was anderes sieht. Also Dundul und Menheim, das sind 2 Quests, die ich sehr gerne mache. Auch wenn die Quest mit Dundul immer so ein bisschen, ja, nervend aufreibend waren. Aber nur weil ich das alleine gespielt habe, ich wusste nicht, ich habe keine Hilfestellung bekommen,
Im Internet hat auch nicht gestanden, was mir hätte weiterhelfen können bei einigen Quests. Aber nichtsdestotrotz ist es eine tolle Gegend. Dann möchte ich Level 15 erreichen. Also nicht hier, sondern auf meinem zweiten Account. Um einfach mal dort wieder nach Epona zu können. Wenn ich mir das so vorstelle, was ich alles machen muss. Jetzt weiß ich, mit wem ich alles freundlich sein muss und was ich also alles tun muss. Ich lasse mir aber diesmal Zeit. Ich werde es nicht ganz überstürzen. Wie gesagt, das sind so. Sollte ich Lundul freigeschalten haben und die Quest haben, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Also das verspreche ich euch. Ich werde das nicht ohne euch machen. Ja, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, jetzt wisst ihr, dass in den nächsten Tagen keine Starship-Videos mehr kommen, weil ich in den nächsten Tagen die Sims 4 spielen werde mit dem Baby-Update und auch noch andere Projekte habe, weil ich habe das schon so oft erklärt, ich glaube in dem letzten Video, da habe ich gesagt, dass ich glaube, das war auf meinem zweiten Account, das wird auch nicht jeder mitbekommen haben, dort habe ich gesagt, dass Star Sable nicht das Hauptspiel auf meinem Kanal ist. Also nicht, dass ihr denkt, ja, dass ich meinen Kanal, mein YouTube-Kanal nur wegen Star Sable eröffnet habe. Nein. Also der Kanal ist ja ein reiner Gaming-Kanal. Und unter Gaming, also heißt ja auch, dass man mehrere Spiele spielt. Verschiedene Spiele. Von Skyrim bis über ja, Medieval Dynasty, die Sims, SimCity 5, diverse Angelspiele oder Angelsimulatoren sind das ja. Ja, ich habe House Flipper im Angebot. Also es gibt eine ganze Reihe Spiele, die ich let's play. Ob es sich jetzt jemand anguckt oder nicht, ist mir völlig schnuppe. Ich will euch nur unterhalten und na gut, ich hätte auch sagen können, okay, ich habe ja nach der Arbeit Zeit, hau doch mal ein Video raus. Aber momentan ist es so, dass ich, wie schon vorhin erwähnt, eine Person kennengelernt habe, mit der ich sehr oft, also quasi jeden Tag, immer so ein bisschen, ein paar Stunden, gerade abends, also ich bin ja von 8 Uhr bis 15 Uhr arbeiten. Und wenn ich nach Hause komme, dann ab 16, 17 Uhr, je nachdem, wird eigentlich dann Star Sable privat gezockt. Und weil ich mal nicht weiß, wie lange wir da zocken, kann ich nicht in Let's Play dazwischen quetschen von Star Sable. Es sei denn, wie heute zum Beispiel, da weiß ich aber nur, weil sie gesagt hat, dass sie ihren Schlaf nachholen möchte und sie sich dann meldet. Was wollte ich noch sagen? Ja, so und wie gesagt, wenn ihr jetzt aber sagt, dass ich ein Let's Play machen soll zum Reitsport-Event, was ja in den nächsten Wochen kommt, dann lasst es mich ruhig wissen. Es sei denn, ihr sagt, nee, du, ich habe jetzt keinen Bock auf so ein Reitsport-Event, Let's Play macht ja jeder, dann könnt ihr es auch reinschreiben, aber weil ich nicht weiß, wie es ihr mal geht, weil sie immer, ich sag mal so, sie hat Schlafstörung oder wie sich das auch nennt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches. Sie hat nicht diesen Schlafrhythmus, den man hat und muss halt ihren Schlaf ab und zu nachholen. Ich weiß nicht, ob sie zwischendurch auch arbeiten geht. Jedenfalls ist es mal so, dass wir uns mal absprechen, ab wann wir uns im Start hier sehen. Das heißt, wenn das Reitsport-Event den ersten Tag losgeht und wir dann
uns abreden, dann kann ich halt nur ein Let's Play mit euch machen, also ein Video, wenn sie gerade sagt, hey, du, ich wollte eigentlich heute mit dir da rein, aber mir geht's heute nicht gut oder ich muss meinen Schlaf nachholen. Dann ist es ansonsten, wie gesagt, werde ich so machen, dass ich jetzt sag mal zwischendurch in die nächsten, ja, ist ja nicht morgen und auch nicht übermorgen, auch nicht in 2 Tagen, dass ich aber die Tage darauf so ein immer so ein bisschen kleines Video von Star Stable rausquetsche, dazwischen quetsche irgendwie, dann nicht, dass ihr denkt, ich habe euch vergessen oder so, und weil ihr seid ja eigentlich diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass der Kanal Kitty Blue eigentlich jetzt bei 70 Abonnenten steht. Und wenn ich so zurückdenke an voriges Jahr November, wo ich mit 2 Abonnenten angefangen habe und jetzt schon in 5 Monaten bei 70 Abonnenten stehe, also in 5 Monaten 70 Abonnenten zu bekommen, das schafft auch nicht jeder. Ich habe schon, wenn ich mir halt so Videos angucke auf YouTube, ja, YouTuber gesehen, die haben wenig Abonnenten gehabt, dann nach einer Weile habe ich gesehen, dass die ihren Kanal geschlossen haben. Ja, ich meine, den Kanal zu schließen, nur weil man wenig Abonnenten hat, ist jetzt kein Grund. Aber vielleicht ist doch die Arbeit dazwischen gekommen oder gesundheitsmäßig, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte das nur mal kurz ansprechen. Das war's eigentlich. Ich mache den Ritt heute ganz lang, weil wie gesagt, ist erstmal das letzte Video, was ihr von Stasia beseht. Deswegen dachte ich mir, mache ich etwas längeren Ritt mit euch hier und mit meiner Angel, der American Paint Horse Stute. Ja, sie ist eine Stute, die gute. Genau, das American Paint Horse bekommt ihr so in der Starter Pferde App. Habt ihr sicherlich schon erkannt. Und kostet, egal ob in der App oder halt auf der Star Challenge, 850 Star Coins. Also keine 900, sondern 850 Star Coins. Und sollten die Tiere mal reduziert werden vom Preis her, was ja auch Anfang des Jahres oder vorher war, bei diesem Western-Event, da wurden ja alle Western-Pferde runtergesetzt, da kam halt dieses nur noch 780 oder 760 Star-Coins. Also wie gesagt, ich hatte gerade mal so 855 Star-Coins übrig gehabt, habe mir das natürlich gleich mal 2 Tagen groß hochgezogen. Nein, ich habe nicht getrickst. Ich habe wirklich richtig lange damit verbracht, dieses Pferd groß zu ziehen. Und habe dann natürlich diese 850 Star Coins ausgegeben. Und meine Traumstute jetzt hier. Also von den ganzen ich habe einen American Quarter, einen American Paint Horse aus der Star Stable Pferde App. Das ist ein bisschen noch etwas helleres Rot. Das ist die Holly. Die seht ihr bei der Stallführung. Das Video könnt ihr die Holly sehen. Aus der Starship Pferde App. Sage ich aber dem Video auch noch dazu. Und die Angel hier ist, wie gesagt, auch daraus. Und ja, jetzt habe ich nur noch 5 Star Coins und muss warten bis dieses Wochenende. Weil meine Pferde so langsam schlechte Laune kriegen, weil ich keine Stallhilfe habe. Und klar, jetzt würde ich ja sagen, ja, dann pflege doch deine Pferde. Mach ich. Ich habe nur das Pferd gepflegt, was ich momentan reite. Es ist ja auch so, dass ich 63 Pferde habe. Und ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ich alle 63 Pferde, jedes einzelne, putzen soll. Das kann ich bei 5 Pferden machen. Ich weiß auch damals, also vor's Jahr, wo ich angefangen habe. Oh, Kaninchen, muff, muff, muff.
Vorjahr, wo ich angefangen habe, nach 2 Pferden waren es dann schon 4 Pferde und dann 5 Pferde. Da hatte ich dann noch Spaß daran, diese 5 Pferde zu pflegen jeden Tag. War kein Problem. Auch abgeduscht im Stall gibt es ja so eine Duschanlage. Übrigens habe ich da gestern einen Bug drin gehabt. Ich habe mein Pferd geduscht und dieses Duschgeräusch hat einfach nicht mehr aufgehört. Ist einfach weitergegangen. So, also klingt jetzt ein bisschen bekloppt, ich mache es aber nicht mehr. Dieses Duschgeräusch hat auch nicht aufgehört, als ich das Pferd aus der Duschbox rausgeholt habe. Erst als ich mit dem Eimer am Waschbecken Wasser geholt habe, hat das aufgehört. So. Danach habe ich noch ein zweites Pferd gewaschen, war alles in Ordnung. Ab dem dritten Pferd, was ich gewaschen habe, ging das wieder los. Aber es hat nicht mehr aufgehört. Also, ja, dann habe ich beim Bürsten des Pferdes so einen Nachschall immer gehabt. Also, als wenn da noch jemand ist, der sein Pferd bürstet, war sehr, sehr komisch gestern. Also, war nicht gerade. Ich weiß nicht, ob mit was das jetzt reingekommen ist, der Bug. Oder ob da meine. Ich weiß natürlich, dass momentan die Feuer immer so einen Rahmen haben. Also, alle Feuerstellen haben ja so einen Rahmen um sich drumherum. Und liebe Grüße gehen an Tanja Wolfspeed raus. Und das ist ja wie gesagt beim Feuer genauso, dass die so einen Rahmen rumherum, so eine Art Bilderrahmen, also oder Fenster, dass es wie so ein Fenster dort ist, wo das Feuer hier zur Zeit nicht weg ist. Und ich denke mal, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass dieses Duschgeräusch, was ich gestern hatte, diesen Bug, dass es damit irgendwie zusammenhängt mit dem, es kommen ja, habt ihr ja sicherlich schon gehört, neue, wie soll ich sagen, die Pferde hier, die Generation 3 Pferde nur, ich sag bei Generation 3 Pferde, die bekommen ein ganz großes Update. Sofern ich das jetzt hier so richtig erklärt habe, weil die dieses Laufen, Rennen und Springen soll verbessert werden. Ach, wo wir gerade von Bugs reden. Ich war letztens in den Stall eingeladen und die Stallbesitzerin, also nicht privat, sondern hier im Spiel, und hier im Spiel in den Stall, wo ich eingeladen wurde, hat die Person ihr Starterpferd gezeigt und hat es aus der Box geholt. Und jeder kennt es ja im Spiel, wenn du dein Pferd aus der Box holst, ist die Box eigentlich leer. Nein, das Pferd stand noch da. Ich habe gesagt, du bist nicht zu sehen. Und ich war auch für sie nicht zu sehen. Sie war zu sehen, als sie das Pferd rausgeholt hat, also quasi als sie rein ist, in die Box ist, sich aufs Pferd gesetzt hat und dann ist sie quasi aus der Box raus. Das Pferd stand aber noch in der Box, also quasi ein Duplikat, wenn man es so nimmt. So, hat sie eigentlich. Dann hat sie sich ein anderes Pferd genommen. Und zwar das Einhorn. Da das gleiche. Sie hat das Einhorn rausgenommen und dann stand noch ein Duplikat im Stall. Also das in der Box. Also das Einhorn, was sie rausgenommen hat, hatte quasi ein Zwillingsbruder oder wie auch immer. Jedenfalls standen da, der hat sie zurückgebracht. Dann war sie plötzlich zu sehen. Also die Stallbesitzerin von hier in Star Stable. Aber ich war nicht für sie zu sehen, aber ich sah sie. Also sie sah mich nicht, aber ich habe sie gesehen. Und als sie auf den Pferden saß, habe ich sie nicht gesehen, aber sie hat mich gesehen. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, was zur Zeit hier in Star Stable abgeht. Ich weiß ja, dass es sagt hier, weil so ein bisschen Bugs gibt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich wusste noch nicht mal, dass man hier cheaten kann. Weil immer so Kommentare geschrieben werden, ja, gescheatet wurde schon immer. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ich hatte ja vorher hatte ich erst angefangen mit Star Stable. Und zweitens ist es so, dass ich nicht einmal wusste, dass man in Online-Spielen überhaupt cheaten kann. Ich sag mal so, die Cheats, die ich habe, ja, ich habe Cheats, aber bitte nicht verwechseln,
Das sind Sheets vom Spieleentwickler, die ich benutzen darf. Und das Wort darf schreibe ich groß. Weil man nicht verwechseln darf, die einen Sheets, die man nicht nutzen darf, sondern und die Sheets, die man benutzen kann, also darf. Das heißt, wenn ich ein Spiel rausbringe und sage, okay, hier, ich entwickle mit einem Programm Sheets, die, ich sag mal, wie bei Sims ist es ja so, du hast da verschiedene Sheets, die wir beim Bauen und Errichten der Welt helfen. Die wurden aber auch programmiert vom Entwickler. Es gibt da unzählige Sheets und mit jedem Pack, was an Sims reinkommt, mit jedem neuen Pack kommen neue Sheets. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Millionen Sheets es da gibt alleine von Sims 4. Dann hat man ja noch Sims 3, wo es Sheets gab. Sims 2. Sims 1 gab es auch Sheets, aber da habe ich außer den Geld-Sheet habe ich da mir nicht keinen gemerkt. Ja. Das sind aber Sheets, die Entwickler selber reinstellt und sagt, hier, die habt da, benutzt die. Die Sheets hier, dass man. Dann gibt es halt Spieler oder Spielentwickler, die nicht möchten, dass man ihren Spielen rumcheatet. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass man in Online-Spielen cheaten kann. Das war für mich bis vor dem ersten Video, was ich gemacht habe, war das für mich Neuland. Ich dachte mal, so ein Online-Spiel kann man ja nicht cheaten, weil es ja online, wir müssen das machen. Aber angeblich schon. Und das ist, wie gesagt, ist für mich Neuland. Deshalb. Und dass man Bugs ausnutzen kann, wusste ich auch nicht. Mir wurde ja auch gesagt, dass das goldene Pferd angeblich ein Bug ist, was viele ausnutzen. Ob das jetzt rechtens ist mit dem Bug ausnutzen, muss jeder für sich selber wissen. Ich will auch keinen mehr an den Pranger stellen. Wie gesagt, dass man da in Online-Spielen cheaten kann, das wusste ich nicht. Weil ich habe außer SimCity 5 habe ich kein Online-Spiel bei mir. Das sind alles Offline-Spiele, sag ich mal. Und SimCity 5 glaube ich nicht, dass SimCity 5 Sheets hat. Das wäre mir neu. Es hatte einen Online-Zwang ganz am Anfang, hat aber der Entwickler selber schnell gemerkt, dass sie sich da selber ans Bein gepisst haben. Und quasi den Online-Zwang. Du willst SimCity 5 spielen? Natürlich kannst du SimCity 5 spielen. Oh, du musst nur Internet haben. Und zwar immer. So. Folgt war, dass der Server von diesem SimCity 5 bei 4 oder bei 11 Leuten schon überlastet war. Wie soll man ein Großprojekt in SimCity 5 bauen? Mit mehreren Spielern. Wenn da schon bei 11 Spieler zusammenbricht und 100 Spieler sind erlaubt pro Server. So. Und wie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass man in Online-Spielen cheaten kann. Hat mir auch keiner erzählt. Wer soll es mir erzählen? Ich wohne alleine. Ich habe keine Freunde, die Computer spielen. Wenn ich auf Arbeit jemanden frage, auf Arbeit, gut, da kann ich vielleicht meinen Chef fragen, der hat vielleicht ein bisschen Ahnung, aber vom Spielen hat er keine Ahnung. Aber alles, was ich so weiß über Spiele, über Computer, das habe ich mir alles selber beigebracht. Ich habe keinen, der mir sagt, was ich, die und die Tastenkombination ist für das und das zuständig. Ich weiß bis heute noch nicht, und wie man irgendwelche Tastenkombinationen für irgendeinen Code keine Ahnung. Ich weiß gerade mal, wie unter welcher Tastenkombination ich das Add-Zeichen für die E-Mail hinkriege. Das ist das Einzigste. Aber ansonsten, ich bin da total Banane. Habe ich keine Ahnung von. Dann wurde mir unter einem
Video geschrieben, ich soll mal ein RRP machen. Gesundheit, was immer das auch heißt. Ich habe keine Ahnung, was ein RRP ist. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, was das bedeutet oder was man, wie man das spielt, wenn man es, also ich soll hier in Star Stable ein RRP machen. Nur Schrott. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ein RRP ist, also ein RRP, ein Roland Rolldich P. Also RRP, was, keine Ahnung, was ein RRP ist. Wenn ich es wüsste, hätte ich es schon gemacht, aber wie gesagt, ich habe keine. Ich habe mal eine Geschichte gemacht mit meinen. Westernpferd Zorn. Das Video existiert ja. Zorn, ein Westernpferd, dreht durch. War meine allererste Geschichte. Ich habe noch eine zweite gemacht gestern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die zweite Geschichte hochladen soll. Weil ich gemerkt habe, dass unter der ersten Geschichte, die ich mir damals ausgedacht habe, mit dem Westernpferd, das hat da keine Sau interessiert. Klar, sowas ist Geschmackssache, aber vielleicht auch nur, weil ich kein Kind bin, was so eine tolle Stimme hat. Ich bin erwachsen. Ich habe nun mal nicht die geilste Stimme, sag ich mal. Ja? Und dass ich, wenn ich zum Beispiel rede, ich höre mich ja selber nicht, bevor ich meine Videos hochlade, tue ich die ja immer vorher angucken. Und ich merke selber, dass ich eine grottenschlechte Stimme habe. Aber wie gesagt, ich kann nichts dafür. Ne, ich kann ja froh sein, dass ich reden kann. Es gibt ja Leute, die können noch nicht mal richtig reden. Geschweige denn überhaupt reden, weil sie, keine Ahnung, irgendwas haben oder nicht richtig sprechen können. Weil sie Kehlkopfkrebs haben. Hab ich. Ja. Oder warum auch immer. Aber ich kann nichts für meine Stimme. Ich habe die mir nicht ausgesucht. Hey, hätte ich mir die ausruhen können, hätte ich mir vielleicht die schöne, weiche Stimme gewünscht und nicht so ein, nicht so eine halbmännliche Stimme, sage ich immer. Ich weiß nicht, ich höre mich mal an wie so ein Bengel im Stimmbruch. So höre ich mich an. Ist meine Ansicht, wie ich mich anhöre. Also, ich weiß ja nicht, gut, jeder andere würde sagen, das stimmt doch gar nicht, ist doch eine gute Stimme. Man selber, wenn man sich selber so reden hört, dann hat man eine ganz andere Meinung von sich. Klar gibt es doch Leute, die sagen, hey Mensch, ich habe ja selber eine ganz richtig tolle Stimme. Aber, ja. Ich kann nur mal, und das mit der Stimme, ich meine, dass die Geschichte nicht so geworden ist. Ich bin nicht gerade die kreativste Person im ganzen Universum. Und schon gar nicht, wenn ich mir irgendwelche Geschichten ausdenken soll. Das war, wie gesagt, ich hatte Langeweile an den Tag. Und ich hatte auch gar keine Lust, irgendwas anderes zu spielen. Also dachte ich mir, machst du ein Let's Play? Haust du irgendeine Geschichte raus? Klar, das hat schon Aufrufe, aber es hat keiner darunter geschrieben, tolles Video oder hey, hier und da hättest du was verbessern können am Video oder an der Geschichte. Ich habe ja nie nachgeguckt, wie man so eine Geschichte in Star Stable macht. Ich meine, das ist ja immerhin freie Kreativität, die man sich dort. Man nimmt sich ein Pferd, denkt sich da eine Hintergrundgeschichte aus und ja, und dann gucken das die Leute. Und weil ich kein Teenager mehr bin und keine, ach so tolle weibliche Stimme habe, die hatte ich noch nie, auch nie als Teenager, habe ich, wie gesagt, schlechte Einschaltquoten bei den Leuten da draußen. Aber ich meine, gut, es gibt jetzt so den einen oder anderen, der jetzt zum Beispiel unter meinen Medieval Dynasty Videos was geschrieben hat. Das finde ich schön, dass, also das sind dann erwachsene Leute, das sind keine Kinder, die da, oder Jugendliche, die das gucken. Ich finde es aber schön, dass meine Videos überhaupt Aufrufe haben. Und ich habe schon mal gesagt, mir ist es egal, wie viele Einschaltquoten ich habe. Es ist mir da egal, wie viele Likes
Ich habe, und es ist mir auch egal, wie viele Abonnenten ich habe. Mir ist es nur wichtig, dass ich Spaß an meinem Kanal habe, weil darum habe ich ihn ja in Anführungsstrichen zum Leben erweckt, dass ich Spaß daran habe, meine Videos zu machen und die rauszubringen. Ob diese Videos sich jetzt jemand anguckt, ist die andere Seite. Wie gesagt, das ist jedem selber überlassen. Klar, ich hätte ja auch mit, keine Ahnung, mit irgendeinem anderen Spiel berühmt werden können, aber da ich ja vorher ja Starsable im Mai angefangen habe, dachte ich mir, komm, die meisten werden auch damit berühmt, machst du mal ein Starsable-Video, stellst dich vor und danach die ersten Videos und guckst mal, wie die Leute so reagieren. Ich habe also quasi aus einer puren Lust und Laune mein allererstes Starsable-Video gemacht und habe dann quasi geguckt und habe gemerkt, dass die Leute das interessant finden. Ja, und so kamen dann auch immer die ersten Abonnenten und ich bin für jeden dankbar, auch für die, die dann abgesprungen sind, aber das muss jeder selber wissen. Ich habe auch schon den einen oder anderen YouTuber deabonniert, weil wenn keine Let's Plays mehr kommen und der YouTuber sich ein Jahr oder zwei Jahre lang nicht mehr blicken lässt, geschweige denn überhaupt irgendwas bringt, dann bringt es mir nichts, den noch weiter zu abonnieren. Weil am Ende, ich habe mir mal früher gesagt, Mensch, der macht doch dann und dann wieder ein Video, aber es kam halt nichts. Und wenn nach 3 oder 4 Jahren noch nichts kommt, na, dann wird es Zeit für ein De-Abo. Mache ich nicht gerne. Ich habe zum Beispiel einen, der hatte mal früher ganz viele Skyrim Infovideos gemacht und hat einfach von heute auf morgen aufgehört. Keiner weiß, was mit dem passiert ist. Die meisten YouTuber, die, wenn sie sagen, hey, ich mache mal eine Pause oder ich höre ganz oft mit YouTube, die sagen von heute auf morgen, ey, pass auf, morgen kommt ein Abschiedsvideo, weil ich aufhöre mit YouTube, warum auch immer. Aber der hat einfach nichts gemacht. Der hat irgendein letztes Infovideo rausgebracht, ich weiß gar nicht, was das für eins war, über Skyrim. Der hat ganz viel gewusst, der hat sich da richtig in die Materie eingearbeitet, was Skyrim angeht. Und hat doch immer ganz tolle Infos rausgebracht und plötzlich, von heute auf morgen war er nicht mehr da. Was ist denn das für ein Pferd? Warte mal, was ist das für ein Pferd? Bleib mal hier. Araber. Es gibt einen roten Araber? Wow, seit wann das denn? Habt ihr den auch? Wenn ja, wo kriegt man den denn, bitteschön? Jetzt muss ich ja mal hinterher reiten. Ich will das ja eigentlich nicht machen, aber... Ich möchte wirklich mal wissen... Ich habe momentan, muss ich sagen, Probleme mit dem Gucken. Ich war gerade beim Augenarzt und jeder, der beim Augenarzt war. Hä? Den gibt's doch gar nicht zu kaufen. Und das ist doch kein Generation 2 Araber, es ist ein Generation 3 Araber. Gibt's den irgendwie beim Reitsport-Event? Kann das sein, dass es neben den grau gestreiften auch den gibt? Hä? Komisch. Naja, schreibt dann in die Kommentare, wo dieses Pferd zu kaufen gibt. Also bei der Farm, wo es die Araber der Generation 3 gibt, definitiv nicht. Das wäre mir aber jetzt neu. Denn dann hätte man irgendwo schon ein Infovideo gebracht. Also ist keine neue Fellfarbe. Ist ja auch egal. So, was wollte ich sagen? Genau, also da hat dieser YouTuber sich gar nicht mehr gemeldet. Und ich kann euch jedem empfehlen, der jetzt erst mit YouTube anfängt oder anfangen möchte, immer am Ball zu bleiben. Lasst euch von nichts und niemanden einschüchtern und schon gar nicht von irgendwelchen Hatern oder sonst irgendwas. Egal, was sie unter eure Videos schreiben, lasst euch nicht davon einschüchtern. Macht einfach weiter. Nicht sagen, der hat das geschrieben, jetzt soll ich auch mit YouTube. Ja, habe ich auch mal gemacht, aber
Ich bin nervenkrank. Bei mir ist das was anderes. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich bin nicht nervenkrank, mich nimmt das mit. Dann, dann würde ich sagen, eine Weile ruhen lassen, eine Weile nicht YouTube machen und dann, also sagen wir jetzt für eine Woche oder so, und dann, wenn einfach mal so von heute auf morgen wieder ein Video raushauen oder sich einfach ablenken. Weil ich mache es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich richtig Stress habe, fange ich irgendwas an zu zocken. Zum Beispiel Spiele, die ich eigentlich nie spiele, die fange ich plötzlich an zu spielen. Und es ist ja nicht so, dass man sollte sich mal erst Gedanken machen, was bringe ich meinen Leuten. Ich meine, ich merke es an mir, ich mache ja, es ist nicht hauptberuflich hier Star Stable, sondern wie gesagt, ich mache andere Videos für euch, Gaming-Videos. Aber wenn ich Star Stable Videos mache, dann muss ich mir immer jeden Tag überlegen, was bietest du den Leuten im nächsten Video? Was erzählst du den Leuten im nächsten Video? Das ist richtig schon, neben meinen Arbeiten gehen, ist das schon früh, wenn ich aufstehe, wenn ich dann quasi mich schon auf meine Arbeit vorbereite, dahin fahre, auf dem Weg dorthin überlege ich schon, was ich euch Nachmittag an Ideen bringe. Mache ich einen Level Talk, also das heißt Pferd aufleveln, dabei um über Gott und die Welt reden, oder mache ich einfach bloß ein kleines Infovideo oder reden wir über ernste Themen. Momentan muss ich auch sagen, ist so ein bisschen bei mir so, was Star Stable Videos angeht, auch so ein bisschen der Ofen aus. Ich brauche einfach mal eine Pause, weil ich mache Star Stable jetzt schon seit 5 Monaten. Und jetzt habe ich irgendwo auch gar keine, wie soll ich sagen, Lust würde ich es nicht so richtig ausdrücken. Ich habe keinen Ansporn mehr. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf Star Stable. Also nicht so im Sinne von, ich spiele es nie wieder, sondern ich muss erstmal eine Weile weg von Star Stable. Klar, ich spiele privat noch Star Stable hier und da, aber ich merke, dass ich tue meine anderen Videos, die ich sonst mal, oder meine anderen Spiele, die ich sonst mal gerne gespielt habe, zum Beispiel gerade Skyrim, tue ich immer weiter nach hinten schieben. Und mich immer nur auf Star Stable fixieren. Ich spiele es privat Star Stable. Ich muss mir zwischendurch Ideen überlegen, was jeden Tag, was ich euch biete. Das ist ein bisschen zu viel für mein Hirn. Und mein Hirn braucht jetzt erstmal so eine kurze Star Stable-Videopause, versteht ihr? Klar, ihr sagt mich, 5 Monate, das ist ja nicht viel. Da braucht man ja keine Pause, aber das ist ja von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich. Was ich aber gemerkt habe, seit ich YouTube mache, ist YouTube selber an sich so ein bisschen Sprachtraining für mich. Weil ich muss euch unterhalten. Und das so, dass ihr mich versteht. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich manchmal so Versprecher einbaue oder ungewollt einbaue, weil ich selber merke es ja nicht, dass ich die einbaue. Und so ist es für mich ein Training, weil ich immer merke, dass ich spreche zu hastig und dann wie jetzt, ich will was erklären und dann plötzlich überschlagen sich die Gedanken im Kopf und ich erzähle irgendeinen blöden Mist. Zudem habe ich noch leichte Koordinationsschwierigkeiten, was wegen das mit meinem Sprechen zu tun hat. Ich esse gerade. Und wie gesagt, ich bemühe mich immer schon ruhiger zu werden beim Sprechen. Das haben ja auch sehr viele von euch gesagt, dass ich einfach nur so ein bisschen ruhiger die Sache angehen muss. Das tue ich auch. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich Star Stable Video starte, so, zum Beispiel wie heute, dann
dann merke ich, dass ich das Video, was ich, wenn ich anfange, die ersten paar Minuten ruhig anspreche. So. Und je mehr ich rede, je mehr ich in dem Video euch erzähle, desto schneller werde ich mein Sprechen. Und irgendwann kommt der Kopf bei mir nicht mehr hinterher und weiß jetzt nicht mehr, was der Mund rausbringen soll. Der Kopf und, ich sage mal, Mund, das sind so dann nicht mehr gerade die besten Freunde. Mein Gehirn weiß nicht mehr, was es produzieren wird, welches Wort gerade rausgesprochen werden soll. Aber so an sich habe ich mich doch ein bisschen verbessert. Also das fällt selbst mir auf. Und mir fällt sehr selten irgendwas auf. Also, mal abgesehen davon, dass ich merke, dass ich mal anfange rumzustottern oder irgendwas, sehe ich eigentlich YouTube auch als Trainingsmethode für mein Sprechen. Hätte vielleicht damals was gebracht, wo ich noch zur Schule gegangen wäre, dann hätte es was gebracht und alles. Aber ja, jetzt ist es so, dass, gut, ich brauche es nicht mehr im Alltag. Ich habe auch, ich werde auch so verstanden, die Leute, die mich kennen, wissen, was ich sagen will. Die wissen, was ich im Moment aussprechen will oder was, von was ich rede. Dass ich immer noch irgendwelche Fehler einbaue, unbewusst. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und ich muss auch wirklich jedem sagen, lasst euch nicht unterkriegen, egal was ihr habt. Andere Leute sollen froh sein, dass sie gesund sind. So. Und auch für die, die jetzt, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, mit YouTube anfangen wollen und sagen, ja, und dass sie von sich aus sagen, sie reden so leise, so langsam, ist völlig in Ordnung. Andere reden sehr schnell und, oder so wie ich, so komplett geschwollen, sag ich mal. Aber ich sag mal so, kein Mensch ist perfekt. Und ich kann halt nur empfehlen, dass wenn ihr wirklich anfangen wollt mit dem Starfable, dass ihr euch auf jeden Fall einfach ein Video raussucht oder ein Spiel raussucht, was ihr sehr gut könnt und oder und wo ihr in diesem Spiel auch wisst, okay, in diesem Spiel habe ich richtig gute Erfahrung, ich weiß, was in dieses Spiel gespielt wird, wie dieses Spiel abläuft. Zum Beispiel ich, ne? Ich bin seit fast 3 Jahren ein gefleischter Skyrim-Fan-Spieler. Also der Elder Scrolls 5, das Skyrim spiele ich Tag ein, Tag aus. Da weiß ich ganz genau, wo was ist, wo welche Höhlen zu entdecken sind, wo welche Aufgaben sind. Und hier in Starfable seid ihr diejenigen, die wissen, wo was ist. Und ich bin der Neuling. Also quasi zur Zeit habe ich halt, hätte nicht damals irgendeiner das Wort, ich sag jetzt mal, rumtricksen oder cheaten aus Starfable, dann hätte ich das nie gewusst, dass man das macht. Oder dass man das kann oder dass einige Leute Bugs ausnutzen oder benutzen oder ist ja egal. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass egal was in den letzten 5 Monaten in Starfable passiert ist und egal was unter den Videos geschrieben ist, für mich war es so noch so eine kleine Herausforderung und ich möchte, wie gesagt, erstmal für ein paar Tage oder ein paar Wochen die Hufe hochlegen und sagen, hey, ich schulde jetzt mal eine Runde, jetzt kommt erstmal keine Videos von Starfable. Natürlich werde ich auch hier und da, zum Beispiel wenn ich auf meinen zweiten Account, da bin ich ja als Mia Summer Garden unterwegs. Da, wenn ich da zum Beispiel Level 12 habe und die Quest mit Dundul freigeschalten habe, da nehme ich euch natürlich mit. Da werden wir die Quest machen. Ich werde aber die Hauptquest von der, die Hauptquest an sich um den Charakter, quasi von den Nachtreitern und den Soulreitern, die werde ich nicht mit euch machen. Denn das ist ja, ich will euch nicht überall spoilern. Ihr sollt ja auch was selber entdecken.
die Hauptquest noch nicht richtig gemacht haben. Ich würde mich jetzt hier von euch verabschieden. Erstmal. Ihr wisst ja, wie gesagt, ich habe das Video extra in Länge gezogen, weil es erstmal das letzte Video ist, was ihr seht. Und ihr könnt natürlich immer noch unter meinen Starfield-Videos reinschreiben, was ihr so für Ideen habt, für Anregungen. Und wenn einer von euch weiß, was ein RRP ist und was man da macht, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da null Ahnung. Das war ein Vorschlag von jemandem, der geschrieben hat, mach doch mal ein RRP. Ein RRP soll ich machen. Habe ich schon geschrieben, kann ich nicht, habe keine Freunde dafür. Dass man das auch ohne Freunde machen kann, wusste ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein eingefleischter Star Stable Fan wie ihr. Deswegen kann ich nur das machen, was ich gerade eben weiß und kann. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die letzten 5 Monate Freude an meinen Videos hattet, Anregungen, was auch immer, dass vielleicht die einen oder anderen auch so eine kleine Lektion daraus gezogen haben. Ich habe ja nicht nur Spielervideos gemacht, ich habe ja auch Videos über diverse Leute gemacht, die da rumtricksen. Auch nochmal an die beiden Personen unter meinen Abonnenten, die damals gesagt haben, dass sie sich geoutet haben, dass sie mal selber gescheatet haben, und jeden, der das macht, die davon erzählt, dass die Finger lassen sollen, an die ganz, ganz großes Lob. Und da möchte ich mich nochmal bei der lieben GA bedanken, weil wenn die damals nicht gewesen wäre, vor ein paar Wochen, Monaten, dann hätte ich wirklich aufgehört mit YouTube. Also ich hatte wirklich die schon fast ich wollte schon fast auf den Knopf drücken und sagen, YouTube ist Schluss, ich habe keine Lust mehr. Hacken eher auf mir rum. Jeder hatet mich, alle hassen mich. Jeder schreibt irgendein blödes Kommentar rein. Jetzt gucke ich über solche Kommentare hinweg und tu die Nutzer des Kommentars einfach blockieren. Ich habe schon an die 5 oder 6 Leute blockiert, die mir irgendwelche Dinge unterstellt haben, die mich beleidigt haben, bis aufs Äußerste. Ich schreibe auch unter solchen Beleidigungen, schreibe ich nichts drunter. Egal was geschrieben wird und egal wie oft ich angeschrieben werde, ich werde da nicht drunter, ich werde gleich beim ersten Beleidigungskommentar den Nutzer des Inhaltes blockieren und dann ins Ende. Wie auch gesagt, ich hoffe, ihr vergesst mich nicht. Ich komme natürlich wieder. Es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass ich komplett weg bin. Ich mache halt nur eine etwas längere Pause von Star Stable. Klar, ich werde natürlich offline, also für mich privat, Star Stable weiterspielen. Also, ihr seht ja, mein Charakter sieht momentan so aus. Ich zeige euch mal mit der Kamera. So sieht mein Charakter aus. Das ist, wie gesagt, mein aktuelles Aussehen von Ciri. Und so bin ich auch auf Server 8 zu finden. Also wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte ja trotzdem mit dir hier und da mal, wo kann man dich finden? Auf meinem Heimatserver, auf Server 8. Ansonsten den Let's Play-Server, den sage ich nicht. Ich war auf Server 9. Da bin ich aber, wie gesagt, nicht mehr. Hat andere Gründe, warum ich gewechselt habe. Und das finde ich keine schön. So. Also, das war's. Wie gesagt, zwischendurch mache ich mal ein Let's Play Video von meinem Zweit-Account. Ansonsten kommen eigentlich gar keine Videos mehr. Vorerst, wie gesagt, nicht, dass ihr mir, ich meine, ob ihr jetzt abspringt und sagt, hey, du machst keine Videos mehr, ich verlasse deinen Kanal, muss jeder wissen, was er macht. Ich halte kein Fest, ich sage nicht, hier, ich bin jetzt, ihr müsst jetzt bei mir bleiben. Nein, es kann jeder machen, was er will. Ich halte kein Fest. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Ich mache das schon seit 5 Monaten und für mich ist das so eine kleine Belastbarkeit. Ich bin, wie gesagt, nervenkrank, auch wenn andere Leute nicht wollen, dass ich das jetzt hier anspreche, mir egal.
Und für jemanden, der nervenkrank ist, so lange durchzuhalten und jeden Tag 3 bis 4 Videos pro Tag rauszuholen. Also ich habe, wie gesagt, ich produziere die immer vor. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video mache und mich verabschiede, mache ich danach nochmal 2, 3 Videos. Ich habe mindestens bis zu 4 Videos am Tag gemacht, die ich vorproduziere und die ich mir dann Stück für Stück rausbringe. Und jeden Tag 3 bis 4 Videos zu machen, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen hart. Ich hätte auch sagen können, Mensch, 2 Videos reichen, aber das macht halt so viel Spaß, dass ich dann, ja, am Freitag, spätestens Freitag schon völlig K.O. bin. Aber wie gesagt, ich mache nur eine kleine Pause. Ich bin nicht komplett weg. Ihr bekommt mich nicht weg. Nein, nein, nein. Ich bin wie die Grippe. Ich komme immer wieder und immer wieder. Und ich bin einfach da, auch wenn man mich nicht bemerkt. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch haben meine Displays gefallen. Wie gesagt, ich bin immer noch da. Ihr werdet immer noch von mir was hören. Aber erstmal, ich sag mal so 3 Wochen oder so, werde ich nicht mehr da sein. Auch über 4 Wochen, je nachdem. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wunderschöne Ferien, Ostern, was immer ihr auch gerade macht. Und auch du dort in der Badewanne bist gemeint, ja. Lass die Gummiente in Ruhe. So. Ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif und alle und an alle dann alle die jetzt auf YouTube richtig durchstarten wollen, lasst euch auf keinen Fall von irgendjemandem einschüchtern. Weil ihr seid der Nutzer auf eurem Kanal und keiner kann euch irgendwas. Und wenn doch, einfach blockieren. Aber jetzt wirklich. Tschüss. Sagt eure Kitty Blue. Tschüss.